Hallo, ich bin's wieder, euer Bömi. Immer noch im selben T-Shirt, genau wie letztes Mal. Aber warum nicht? Wir geben das Geld nicht für Wäsche oder neue T-Shirts aus, sondern für das Neo-Magazin. Mit dabei ist auch wieder der Martin. Hallo. Hallo Martin. Du bist inzwischen aufgestiegen zum Media Director of Business Development BTF, vom Praktikanten über den Creative Director zu diesem Posten. Du lebst den deutschen Traum eigentlich. Kann man so sagen. Heute zeigen wir euch so ein bisschen das Studio. Also wir haben hier unsere wunderschöne Projektionsfläche mit Moderationstisch. Groß. Es ist der größte Schreibtisch in der Geschichte des deutschen Fernsehens und der besteht aus purem Beton. Ist Teil des Westwalls gewesen und gebaut von Albert Speer dem Zweiten, dem Jüngeren. Also ist eine Mischung aus Schreibtisch und Panzersperre. Man spürt förmlich diesen Hauch von Hollywood hier. Das Publikum sitzt dann da, wo jetzt noch nichts ist. Genau, da wird noch eine komplette Tribüne aufgebaut. Hier. Ich vermute, wir haben steht auf die Kulisse von dem Sackrattenspot von William. Martin, was ist denn in diesem Sarkophag drin? Ich weiß es nicht. Ich kann das Geheimnis auch nicht lüften, glaube ich. Was ist denn hier drin? Ist das eine Lampe, die da drin ist? Who knows? Vielen Dank, Martin. Danke, Jan. Für diesen kleinen Blick ins noch nicht fertige Studio des Neo-Magazins. Ab 31. Oktober geht's hier los. Mit Karten wann kann man echt Karten bekommen? Anfang Oktober, Mitte Oktober. In Bälde. Bald. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich.